sind Ferien, alle machen blau. Ja, dieses Intro sollte euch bestens bekannt sein, wenn ihr zwischen 1979 und 89 in den Sommermonaten euren Fernseher eingeschaltet habt, statt draußen mit euren Freunden zu spielen, von denen da wahrscheinlich eh die meisten mit ihren Eltern im Urlaub waren. Aber egal. Das war der Vorspann einer meiner liebsten Sendungen, als ich noch ein Kind war und einer der wenigen Gründe, mich jedes Jahr auf den Sommer zu freuen. Die Jüngeren von euch werden jetzt sicherlich sagen, Ferienprogramm? Nie gehört, Alter. Für euch gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Ihr könnt weiter TikTok-Videos auf eurem Handy glotzen oder ihr schaut einfach mal, was die Medienwelt uns so geboten hat, als wir in eurem Alter waren. All denjenigen, die das goldene Zeitalter der 70er und 80er live miterlebt haben, wünsche ich nun viel Spaß bei einem Abstecher in eure Jugend. Und keine Angst, Zeit ist nur ein Fenster zu unseren Erinnerungen. Von 1979 bis 1989 brachte uns das ZDF, dass man damals noch gucken konnte, ohne permanenten Brechreiz zu bekommen, in den Sommermonaten von Montag bis Freitag zwischen 15 und 17 Uhr eine Sendung, die uns Kids von damals all das gab, wovon wir im Vor-Privatfernsehzeitalter nur träumen konnten. Es gab Fernsehserien, Trickfilme, Musik, Bastel- und Veranstaltungstipps, gebündelt und in einem zweistündigen Programmblock verpackt. Für die Jugend von heute nichts Ungewöhnliches, aber als ich aufwuchs, gab es nur drei Programme und Sendungen für Kinder und Jugendliche waren damals eher spärlich gesät. Ein Programm, das uns ganze zwei Stunden am Tag unseren heiß ersehnten Content ins Haus brachte, war da schon der Goldstandard. Zumindest bis die ARD mit Spaß am Montag im Juli 1980 ein ähnliches Format auf die Beine stellte, das es mit 414 Folgen zu einer der erfolgreichsten Kindersendungen der 80er machte. Doch das werden wir in einem späteren Video noch ausführlich beleuchten. Das ZDF-Ferienprogramm hatte seinen ganz eigenen Charme, was neben den Beiträgen sicher auch an den Moderatoren lag, von denen zumindest eine Dame auch den jüngeren Zuschauern von heute noch ein Begriff sein sollte. Anke Engelke. Obwohl die Moderatoren immer wieder wechselten, waren sie und ihr Kollege Benny Schnier im Grunde das Gesicht der Sendung. Und auch wenn Engelke nur zarte 13 Jahre alt war, als sie dem Moderatorenteam beitrat, so hatte sie bis zu diesem Zeitpunkt schon einiges abgeliefert. Von 1978 bis 1980 moderierte sie zum Beispiel die Sendung Moment mal bei Radio Luxemburg, sang 79 in der Gruppe Manuel und Pony das Lied von Manuel und war von 79 bis 86 Moderatorin der täglichen ZDF-Kindersendungen auf der internationalen Funkausstellung, zu denen es hier sicherlich auch nochmal ein Video geben wird. Die Lady hat also früh angefangen, sich im TV zu etablieren. Und spätestens nachdem sie in der Sat.1-Wochenshow und mit Lady Kracher ihr komödiantisches Talent zeigen konnte, ging ihre Karriere so richtig steil. Ganz so perfekt lief es für ihren Kollegen Benny nicht. Er hatte zwar auch bereits vor dem Ferienprogramm einige Achtungserfolge als Sänger, der unter dem Produzenten Frank Farian vor allem mit deutschen Adaptionen internationaler Songs einige Hits in den Hitparaden der 70er platzieren konnte und spielte auch später in einigen Filmen und Serien mit, doch so richtig konnte er sich im Filmbusiness nie etablieren. Stattdessen übernahm Benny bereits 1981 die Radiosendung Pop nach 8 von Thomas Gottschalk und nachdem er 88 aus dem Ferienprogramm ausschied, moderierte er unter anderem die Sendung Live aus dem Schlachthof des Bayerischen Rundfunks. Später konnte man ihn auch bei Gute Laune TV und 9 Live sehen, doch seit einiger Zeit ist es still um ihn geworden, bis im November 2022 ein Stellengesuch von ihm im Internet auftauchte. Sowas sieht man auch nicht alle Tage. Was? Nach einigen Jahren dachte sich dann das ZDF, dass es wohl eine tolle Idee wäre, den Moderatoren eine Art Maskottchen zur Seite zu stellen. Und das taten sie dann auch, in Form einer Handpuppe namens Gustav Sommer, den sie 1986 als das ZDFchen vorstellten. Nein, nicht das ZDFchen, ja? 1985 hatte es das ZDF schon einmal mit einem echten Affen probiert, aber das ging mächtig in die Hose. Dann darf ich heute am Donnerstag natürlich unser ZDF hier begrüßen. Charlie, du bist heute aber ganz schön ausgelassen. Zieh dich erstmal an hier, deine Jacke und so und dann geht's weiter. Ihr seid, glaube ich, zwei Charlie. Hast du dir weh getan? Ja? Sehr weh? Nein, hat nur kalt. Komm, dann geh mal rüber, dann holen wir den. Komm mal her zu mir. So, darf ich mal ein bisschen, soll ich mal ein bisschen pusten? Komm. So, komm, ich puste ein bisschen.
So ist besser? Ja. So, jetzt ist besser, ne? So, machen wir gleich ein bisschen Heftpflaster drauf. So. Ja. Wer hätte sich damals nicht gerne von Biggi Lechtermann einen pusten lassen? Ach ja, das Maskottchen. Das war die Zeit, wo ich mich so langsam vom Ferienprogramm zurückzog, weil dieser Kerl einfach nur nervig und albern war. Außerdem hatten wir damals schon Privatfernsehen und man hatte irgendwie das Gefühl, dass es im deutschen TV nur einen einzigen Puppenspieler gab, der nur in irgendeiner Kindersendung darauf lauerte, dich mit seiner quäkigen Stimme und seinen unlustigen Gags so lange zu nerven, bis du endlich abschaltest. Ja, das klingt jetzt ziemlich fies, aber ihr habt ja keine Ahnung, was ich damals mitmachen musste. Es gab ja noch kein Internet. Der besagte Puppenspieler heißt übrigens Siegfried Böhmke und hat neben Gustav Sommer unter anderem noch die Maus Bino aus der Sendung Bim Bam Bino, die von 88 bis 98 lief, sowie das vampirartige Ding Vampy dargestellt, die er alle mit exakt derselben Stimme sprach, was Kinder in den 90ern arg verwirrte, da sie dachten, Bino sei von einem Vampir gebissen und verwandelt worden. Aber dazu gibt's auch irgendwann mal ein Video. Allerdings hatte auch Böhmke ein interessantes Vorleben vor dem Ferienprogramm, denn er absolvierte bei Jim Henson eine Ausbildung zum Puppenspieler und spielte von 1983 bis 87 die beiden Hauptfiguren der Serie Die Fraggles, nämlich Gobo und sein Onkel Matt. Heute ist er als Intendant am Münchner Marionettentheater tätig. Man sagt ja, der Moderator macht den Erfolg einer Sendung aus. Das wird dann wohl auch der Grund sein, warum ich bei YouTube so erfolgreich bin. Das ZDF-Ferienprogramm versorgte uns Kids von damals also mit allem, was es vor dem Privatfernsehen nur in sehr kleinen Dosen gab. Für mich waren das ganz besonders die Trickfilme, die man heutzutage jederzeit auf YouTube anschauen kann. Damals war das nicht möglich, es sei denn, man hat diese Perlen auf Video gebannt und ich habe noch eine Menge solcher alten Tapes. Allerdings muss man aber anführen, dass es in der Sendung nur wenige neue Beiträge zu sehen gab. Die meisten von ihnen waren Konserven, also Wiederholungen. Und selbst das fanden wir geil, weil man in der damaligen Zeit oft ewig auf Wiederholungen warten musste. Nicht so wie heute, wo jedes Jahr Titanic über dem Bildschirm flimmert oder Star Wars. Das Einzige, was genervt hat beim Ferienprogramm, war, dass man jede Woche mit einer neuen Folge einer Serie, die nur dort lief, versorgt wurde, aber dann war das Ferienprogramm vorbei und die Serie auch. Also, wenn man eine Fortsetzungsserie hatte, wurde man mitten im Plot hängen gelassen. Es gab keine Auflösung, es gab kein Ende, es war einfach vorbei. Mittendrin. Also das war echt scheiße, Leute. Erinnert ihr euch noch an Serien wie Captain Future? Grisou, den Drachen, der immer Feuerwehrmann werden wollte und dann alles abgefackelt hat? An Rascal, den Waschbären? Hongkong Pfui? Calimero? Die Bären sind los? Ein Fall für TKKG? Fünf Freunde? Manny der Libero? Strandpiraten? Die dreibeinigen Herrscher? Oder Orso Why? Ach, waren die 80er nicht geil? Wo war ich stehen geblieben? Ferienprogramm. Die Woche im Ferienprogramm sah etwa folgendermaßen aus. Montags bis donnerstags liefen also die erwähnten Serien und Trickfilme. Und dazwischen gab es Interviews, Tipps für den Drahtesel, Musik, Veranstaltungshinweise, Reportagen und die sehr geilen Origami-Bastelanleitungen mit Frau Scheele. Am Donnerstag kam dann der Stargast der Woche ins Studio, dem die Kinder Fragen stellen konnten. Und jeden Freitag gab es einen Spielfilm. Im Leben hat alles seine Zeit und viele Dinge, die uns damals am Herzen lagen, sind mit den Jahren klammheimlich verschwunden, weil ihre Zeit einfach abgelaufen war. In der heutigen Zeit würde solch ein Format überhaupt keine Chance haben. Heute, wo alles jederzeit gestreamt werden kann und die Zuschauer selber zu Creatoren werden, wäre eine solche Institution überflüssig. Damals aber, als es nur drei Programme gab, die zudem auch nicht 24 Stunden gesendet haben, war das ZDF-Ferienprogramm wie der gigantische Eisbecher, den man im Sommer in der Eisdiele um die Ecke genossen hat und der heute locker das Zehnfache von dem kostet, was wir damals als Taschengeld bekamen. Die 80er waren schon echt geil. Aber seid nicht traurig, dass es vorbei ist, sondern freut euch, dass ihr es miterleben durftet. Und jetzt frage ich euch, welche Show aus den 70er oder 80ern soll ich für euch einmal näher beleuchten? Sagt es mir in den Kommentaren und wenn euch Content wie dieser gefällt, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben da und vielleicht einen Kommentar.
Und für ein Abo wäre ich euch auch sehr dankbar. Oh, halt! Habt ihr schon den Shop gecheckt? Da gibt es geile Motive, die es sonst nirgendwo gibt. Und das alles auf über 100 Produkten von fantastomatischer Qualität. Jeder Kauf hilft, diesen Kanal am Laufen zu halten, und bald ist Valentinstag. Also, viel Spaß beim Stöbern.